Yo, YouTube, was geht ab? Ich hoffe, euch geht's alle gut. Wir sind drinnen wieder im Let's Play The Legend of Zelda Tears of Kingdom. Wir sind im Untergrund, noch immer. Das ist ein Wahnsinn, wie riesig dieser Stuff ist. Also dieser Untergrund, das ist... Ja, da kann man Tage verbringen da unten. Wir wollen die alte, also Markierung auf der alten Karte. Mich die gern holen. Ich möchte das haben, da was da drin ist. Und wir probieren das seit letzter Folge irgendwie da hinzukommen. Aber es funktioniert eigentlich. Wir kommen voran. Schwer, aber wir kommen voran. Okay. Wir müssen uns ein bisschen umschauen, weil die Donnerblumen, die sind crazy swazy. Juckt mich nicht tut. Kennt sich ihr bitte? Ihr Ork? Was ist denn das? Da ist irgendwo Abgrund oder sowas. Vielleicht nochmal aus. Licht! Oh, Alter! Junobo! Er hat alle weggenutzt. Hä? Ohne Spaß, wir müssen genau darüber. Da geht's aber nicht. Irgendwo muss hier gehen. Hä? Da ist noch was. Her damit. Her damit. Okay, da schaut's aus, als wenn er durchgegangen wäre. Den gönnen wir uns auch. Hey, what the fuck? Wir kommen da gar nicht. Bitte, Link! Danke. Wir kommen da gar nicht rüber. Das schaut so unendlich aus da oben. Keine Ahnung, weil der will den scheiß Schatz. Ich überdenke, die Folgen holen wir uns denn. Da ist auch eine Wand. Oder geht's da durch? Na? Ja. Und jetzt? Ich muss so durch, glaube ich. Nachgedruckt. Ich glaube, ich muss so durch. Wenn ich da so straight durchgehe, ich weiter. Gibt's mir den Scheiß? Was ist? Ich mir denke, wir machen halt den Schatz noch gemütlich. Und dann machen wir Hauptstory wieder weiter. Sehr gut. Da vorne ist also Wurzel. Hört das?
Eigentlich müssen wir eigentlich nur geradeaus. Oh, Bomben! Nehmen wir mit. Gescheite Donnerblumen. Oh. So geil. Okay. Eigentlich wollte ich gerade ausweichen. Ist da noch was? Ich betrug mich jetzt mal. Wir machen safe. Sehr gut. Ah, da ist es auch. Oh mein Gott, das wollte ich gar nicht. Alter, was ist das für ein Auge? Da drüben war ein Ding. Da drüben ist eine. Aber wir gehen zuerst hier und dann war da die nächste. Ich hab's gerade gesehen, versteckt die auch nicht bei mir. Was ist gleich das für ein Auge? Feuerflederbeißer-Auge. What the fuck, Alter, das ist so stark. So. So, da. Ja, Jutsu wird Wurzel. Sehr gut. So, da schaut es noch immer nicht. Doch. Da ist er. Her mit dir. Hier ist eine Ruine. Mine im Damm. Da. Daphnos. Daphnostal. Okay. Ihr Knospe. So, da ist was. Was kriegen wir da? Unter Tagharnisch, leuchtend, für die Arbeit im Dunkeln entwickelt das Oberteil dessen mit biolumineszenten Substanzen gefüllte Leuchten in diversen Größen die Umgebung erhellen. Okay, nice. Das finde ich gut. Gibt es da noch einen Helm dann auch? Da muss ja einen Helm dann auch geben, oder? Da. Achso, das ist oben. Ist es oben? Na. Okay, doch. Wir haben den Schatz. Wir haben den Schatz. Jetzt kann ich im Dunkeln rennen. Ah.
War das bei der anderen Mine auch so? What the fuck, Corona, wo bist? Junobo! Denk frei zu einfach nicht hackeln. Okay. Super. Heute ist schlank. Alter. Wo ist der Junobo-Lecht? Er ist einfach weg, genau dann, wo man braucht. Müssen wir schauen, ob wir so einen. Das geht so. Nicht rechts. Oha. Wo sind's? Sind einfach am anderen End. Danke. Juno, wo da bist? Ich sag, wenn ich mit der Arbeit fertig bin dann. Sachen. Die nehmen wir mit. Die sind reich. Okay, das ist cool. Das ist richtig cool. Ich würde mal behaupten. Das war's. Ich möchte wissen, wie viel das die Leichtrüstung wirklich bringt. Das sind Bomben. Alter. Die Großen sind an dem Ding, die sind wütend. Die sind richtig wütend. Aber es leicht ziemlich, das Set. Bin ich fein damit. Ja. Ich würde sagen, hey, what? Stopp. Aqualmerling.
Ich würde sagen, wir sind da unten so weit einmal durch. Ich würde gern da oben. Nehmen wir das Gebiet zuerst und machen wir dann das oder reden wir über das oben? Das ist die Frage, gell? Schauen wir mal. Aber ich glaube, wir sind da unten. Dabei sind wir mal fein damit, da unten. Kommt, weil ich kann nicht jeden Part einfach Untergrund machen, obwohl es eigentlich ging. Das ist die Sorge. Es ging eigentlich. Das ist so groß. Das. Aber wir werden eh im Laufe des Let's Plays eh alles erkunden. Wir werden uns alles anschauen. Alles. Das leicht sieht schon cool aus, hat der Glühbirndl. Oh, er schon wieder. Was hat er da? Wieder sowas. Halt ruhig, halt ruhig, halt ruhig. Halt ruhig, wir haben das. Wir haben das, wir haben das. Wir haben das, ruhig bleiben, entspannt bleiben, entspannt bleiben. Ah, okay. Eigentlich müsste er so schon halten. Wo soll ich jetzt leicht hin? Probieren wir's. Du machst das prima, nein, ich trau mich nicht. Wir müssen ein bisschen Stütze geben. Es reicht eigentlich, eigentlich ist es wurscht. Hauptsache es fällt nicht um. Du ehrenlos aus! Lass doch mal los! Ja, ich stütze es. Mann! Ich bin exalt. Ja, passt eh, Alter. Ja, das ist so dumm. Jetzt fällt es aber fix nicht um, das kannst du ja auch noch nicht erzählen. Komm, das da. Hey. Alter, wie oft haben wir den jetzt eigentlich schon geholfen? Das ist ja Wahnsinn. Den haben wir mittlerweile schon, keine Ahnung, 30, 40 Mal geholfen, oder? Mindestens fühlt sich so an. Dank deiner Hilfe konnte ich das Schild fest im Boden verankern. Wir wissen, sie wissen, sie wissen. 20 Rubies. Die nehmen wir mit. Und Ausdauerpilz-Reisbällchen, let's go. Und Übernachtungsgutscheine. Wir haben das eigentlich noch nie gemacht, dass wir bei so einem Stall übernachtet haben. Hab ich genug Pferde? Der hat uns einen Tipp gegeben, das Dorf der Zoras liegt etwas abgelegen von hier im Südosten. Ah, wir kommen zu den Zoras. Ich mache mir Sorgen, dass dieser Schlamm bald auch hier runterkommen würde. Also sie sind von einem Schlamm befallen. Oh, Reisender, schön dich zu sehen. Dank dir konnten wir uns endlich wieder etwas anziehen. Achso, das haben wir schon gemacht. Ah. Was? Ah.
Terry! Ja, wir sind uns in einem frühen Leben begegnet. What the fuck? Er hat einfach den Tipp des Jahrtausends aussehen. Wasserfrucht, Fickröte, Maxi-Echse. Okay. Oh, Alter, sorry, Lärm fürs Gehen. Ich hoffe, ihr habt alle nicht mitgehend. Aber es ist noch ein bisschen bald. Es ist bald, wo ich das aufnehme. Lass uns einmal übernachten. Ja, möchte. Marlon-Bett, ein Marlon-Bett. Ein normales Bett, ein Marlon-Bett. Nicht nur stellt ein Marlon-Bett mehr von deiner Gesundheit her als ein normales Bett. Ein weiterer Grund für seine Beliebtheit ist, dass man dort im Schlaf eine Weissagung des Pferdegottes Marlon erhält. Ja. Hey, warum kann ich den Gutschein nicht einlösen? Ich bin Marlon, Gott der Pferde. Ich gewähre schnellere Hufe und dickeres Fell. Im Nordosten von Harul, Akala, Stall, da warte ich. Was? Hä? What the fuck? Ah, okay. Schönen guten Morgen und hast den Weissagen erhalten? Zum Dank für deine Übernachtung hältst du einen Stallpunkt. Boom. Wir freuen uns schon beim nächsten, auf deinen nächsten Besuch. Im Nordosten von Harul. Nordosten. Stall Akala. Da geht's auch, will. Mann, da. Da ist Harul. Nordosten. Stall der Simpel. Nie ohne. Seife waschen. Da muss es sein. Ist es dort irgendwo, eventuell? Aber wenn er Inneres von Harul. Ich check's nicht. Er wartet auf mich. Das kann nur da oben sein. Dort irgendwo. Nordosten. Das kann auch nur zu Harul kennen, oder? Ja, wurscht. Wir merken uns das einmal. Merkt sich das, YouTube? Wir gehen jetzt ins nächste Gebiet. Stall von Akela. Wenn der mal aufdroppt, dann lass uns das nicht vergessen. Terry, redest du vielleicht mit mir? Ja! Oh, sie sind es wieder. Haben sie etwas vergessen? Nun, gibt es etwas, das sie brauchen können oder möchten sie verkaufen? Was ist, wenn ihr... Er gibt mir nicht dann 10 oder 4. Habe ich nicht Dias gefarmt eigentlich? Was haben meine Dias hier? Hat's noch umgehört? Sorry, what the fuck, denn was umgehört, bei ihr im Ende gelaufen bin? Das ist unser Plan. Da hin. Da auf, bin. Oh, der Corona! Oh, da sind lauter Händler unterwegs! Was geht, Alter? Ich bin ja voll gerettet, da hinten ist nur Händler unterwegs! Guten Morgen, ich hatte gerade Lust auf eine Plauderei, da sprichst du mich an. Sehr schön! Wenn du so viel herumreist wie ich, brauchst du unbedingt auch ein, zwei Lieblingsquellen zum Entspannen. Meine Lieblingsquelle erreicht man, wenn man hier von hier aus nach Norden geht. Da lässt eine Anstrengung der Reise komplett vergessen. Am besten quartierst du dich im nahegelegenen Stall und entspannst dich richtig schön in der Quelle. Cool. Oh mein Gott, sie. Eine interessante Info. Thoma, Alter. Wieder Ram der Schätze. Wie war's doch gleich nochmal? Ram der Schätze, Höhlen, genau. Gut, dann weiß ich Bescheid. Oh, jetzt hast du mitbekommen, was ich gesagt habe. Aber gut, ein so großes Geheimnis ist es ja auch nicht.
Also mit Ramda Schätze sind diverse Kleidungsstücke gemeint, die in der legendären Räuber Ramda eines hortet. Es wird erzählt, dass dies in Höhlen im ganzen Land versteckt sind. Als Modebegeisterte bin ich auch sehr daran interessiert. Zwei Schatzsucherbrüder, die ich beim Stall am Berg getroffen habe, haben mir von den Schätzen erzählt. Wenn es dich interessiert, könntest du sie ja auch selbst fragen. Der Stall am Berge liegt nördlich von hier. Aber. Stall am Berge. Da komme ich gerade. Da komme ich gerade her. Der Typ war jetzt nicht so strong. Wir sind wieder in der Oberwelt. Also da aufgeklettert, das ist wieder Herausforderung. Oder auch nicht. Wildschwein. Eigentlich konnte man anders gehen und ziehen. Was habe ich denn da? Kältedings. Das ist cool. So. Das ziehen wir, weil es entspannt ist. Und ja. Na, da rennen wir rum mit der Ärgste. Mit der Ärgste Baba. Ah, okay, da fängt schon mit Schleim. Ja, die Wasserfrucht hätte ich mir gern gekauft. Da war der erste Slimy. Hallo? Hörst du auf? Da ist ein riesiger Botzen. Was ist da drüben? Holen wir den Krog da unten oder schauen wir, dass wir auf den Turm kommen. Wir müssen irgendwie aufhören. Alter, what the fuck. Verblitzt, Dude. Und der Höhle. Oh, das passiert zu viel. Wo gehst du hin? Bleib da. Oha. Witzig. Aha. Ah, okay. Der ist verhärtet. Jetzt habe ich ein Problem. Ja, und schießt mir ins Gesicht. Hinter mir war die Kaste so ein Ding, oder? Und. Gott, so was Großschwert, oder? Ist das nice aus? Hinter mir war die ganze Zeit so ein Ding. Und der hat die ganze Zeit genauso kassiert wie ich. Was ist denn da? Was, das war die Höhle? Stimmt nicht. Lug und Betrug passiert da Gott. Hast du gewusst? Oder Ausdauerkrabbe. Nice, jetzt habe ich den Text nicht gelesen, schade.
Kannst du bitte da umgehen, oder? Alles in Ruhe, Lolz habe gar nicht gesehen. Ritterschwert. Die Ritter von Hero waren einst mit diesem Schwert ausgerüstet. Es ist leicht zu führen und verfügt über erhöhte Angriffskraft, wenn du dir noch ein Herz oder weniger verbleibt. Aha, die kriegen jetzt Buffs. Crazy. Okay. Boah. Ja, damit die Steinsatz. Cool. Aber es sind so viele Großschwerter halt einfach. Das verstehe ich nicht. Ich habe gefühlt eigentlich wirklich nur so Großschwerter. Weil wir müssen da aufgekommen. Spurtling. Also irgendwie wären wir da auf jeden Fall aufgekommen. Aber... Boah, fuck. Ja, wir kommen da auf, ja. Jagst mit der? Geh weg von mir, oder what the fuck? Dann hab ich grad gar keinen Bock. Wo ist der Dude? Oh mein Gott, da drüben ist ein Schrein. Alter, wir haben schon überzogen. Meine Lieben! Ich check nicht! Was geht was? Keine Ahnung, wo du liest. Aber es ist voll laut. Klammerkröte. Eine Kröte, die sich an Wänden festklammert und dort verharrt. Sekret ihrer Haut ermöglicht es selbst, nasse Oberflächen zu erklimmen. Oh! Ja, mit dem schönen Abschluss bedanke mich wieder recht herzlich fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn wir diesen Berg erklimmen. Kuss, meine Lieben.